auch nicht so einladend gerade. So das Gefühl, dass die Station auch so bald in sich zusammenbricht. Maybe. Lächerlich. Wir haben nur 41 HP, aber ich bin. Ich warte noch mit dem Aufladen. Und laut. Dunkel und laut ist es. Er verliert ihre Fähigkeit zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden. Brian, der rücksichtsvolle Mann, in den sich Dalias Schwester im Castle verliebt hat, wurde gezwungen, an schrecklichen Experimenten teilzunehmen und sein Verstand zerbrach daran. Er entwickelte eine zweite Persönlichkeit, einen extrem gewalttätigen Soziopathen namens Abtom. Kurz bevor er sich erschoss, verriet Brian, dass er Helen getötet hatte. Mann. Cora war durch die Einwirkung des D-Toxins offensichtlich im Delirium und konfrontierte Race in einem letzten verzweifelten Versuch, die Forschungsdaten zu retten, vergeblich. Völlig verzweifelt und unter Zeitdruck blieb Race nichts anderes übrig, als den Section 8-Soldaten zu töten. Trotz Brians schockierender Enthüllung scheint Helen nun zum Greifen nahe zu sein. Race ist entschlossen, ihre Schwester zu erreichen, bevor die Anlage sich selbst zerstört. Sie muss sich der unerbittlichen Macht der primitiven Kreatur widersetzen, die hinter diesem grotesken, unendlichen Albtraum steckt. Die Kreatur dringt in ihre Psyche ein und kämpft um die Kontrolle über ihren Verstand, seit sie das Gift eingeatmet hat. Ja, oh moin. Es ist halt die Frage, ob wir ihn hätten nicht erschießen müssen. Aber stand da halt ihn auf. Aber im ersten Mal konnte ich nicht direkt abdrücken. Also maybe gab es noch eine andere Option. Ist das Vieh? Na gut. Ich würde sagen, die Gefahr ist gebannt, oder? Also. Das Vieh ist tot. Können wir entspannt machen. Was haben wir jetzt hier? Ein experimentelles Beam-Modul. Ein experimentelles Gerät, das die Sprühfunktion durch einen äußerst starken Beam ersetzt. Ein neues Modul. Let's see. Heißt das, ich kann mich jetzt. Dotty, beam me up oder was? Gut, hier wird nicht mehr sein, oder? I need to break those hooks somehow. Okay, let's test the new upgrade. Sagen die mir auch wie? Ah. Nein, hier müsste irgendwas sein. Was erst da durch war.
Ja, wie denn? Wie? Ah. Weiß noch nicht, oder was? So. Ist aber wirklich schlecht übersetzt, ne? Also ja, die haben ja gesagt, Sprühnebel und so ist jetzt anders. Aber... Beam-Modul? Alles änderte sich mit der Ankunft von Augra. Richtig, wir haben beschlossen, es Augra zu nennen, in Anlehnung an das US-Progress-Logo auf dem beschädigten Sarkophagus. Ich mag das. Wir haben immer noch keine Ahnung, was es ist, aber laut den Archiven des Abyss-Scan-Programms könnte es eine Art primitives Meerestier sein. Könnte seit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Jahren geschlummert haben. Vielleicht haben unsere Aktivitäten es aus seinem Schlaf erweckt und zu der Energie hingezogen, die durch die Aktivierung des Portals Z erzeugt wurde. Das ist schon absolut unglaublich, aber das eigentliche Rätsel ist, wie es die Teleportation überlebt hat. Bei unseren Tests hat noch nie ein Lebewesen den Transfer zwischen zwei Portalen überlebt. Wir müssen seinen derzeitigen Zustand der Stase nutzen, um es genauer zu untersuchen. War dem Tod noch nie so nahe. Es sieht so aus, als würde Augra es vorziehen, uns auf Distanz zu halten. Wir zogen unsere Tauchanzüge an und gingen in den Sarkophagus, um ein paar organische Proben zu nehmen. Ripley und McKee waren ein paar Meter vor mir, als Augra eines seiner riesigen Augen öffnete. Bevor wir überhaupt Zeit hatten, das zu registrieren, schoss die Kreatur mit einem starken elektromagnetischen Impuls auf uns zu. Ich kam im medizinischen Bereich wieder zu mir. Ich hatte leichte Verbrennungen, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, aber für Ripley kann man das leider nicht sagen. Sie starb auf der Stelle an dem Stromschlag. Auch McKee starb ein paar Stunden nach meinem Aufwachen an den Komplikationen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um uns der Kreatur zu nähern. Wir haben es geschafft. Nach mehreren Versuchen haben wir herausgefunden, wie wir es unter Kontrolle halten können. Während wir DNA-Proben nehmen. Die Force-Strips, die wir zur Kühlung der Portalkomponenten während des Transfertests verwenden, sind die perfekten Werkzeuge, um Augra vorübergehend zu bändigen. Das wird der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der Natur der Kreatur sein und wie sie den Transferprozess überlebt hat. Es ist unglaublich. Mit den Proben, die wir von diesen Kreaturen entnommen haben, konnten wir ihr Genom untersuchen und herausfinden, was sie so widerstandsfähig gegenüber dem Teleportationsvorgang und der damit verbundenen Entfesselung einer so enormen elektromagnetischen Kraft macht. Der Moment, auf den wir gewartet haben, ist endlich da. Durch die direkte Transfusion von Körperflüssigkeiten wurde die Augra-DNA in die ersten menschlichen Testpersonen eingebracht. Wir haben einen einzigartigen biologischen Hybriden erschaffen. Eine Art neues Wesen, das die körperlichen und geistigen Eigenschaften des Wirtskörpers beibehält, während das externe Transplantat den gesamten Organismus mit der Fähigkeit ausstattet, ohne Anzeichen körperlicher Schäden teleportiert zu werden. Wir haben das ultimative Rätsel gelöst, die Zukunft gehört uns. Ja, Prost darauf. Blöd. Ja, moin. Das ist ja sehr gut gelaufen bei euch. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn so mit Kram um sich geschmissen wird. Das heißt, wir werden jetzt bestimmt nochmal einen richtig schönen Fight haben. Those escape pods. They're my last chance. Na Mensch. Das wird ja wieder spannend. Diese Steine, die ganze Zeit hier rumfliegen, ne? Die machen mich ein bisschen fuchsig. Nein? Nee, kommt man nicht.
Muss man mal angewöhnen, ein bisschen lauter zu meine Gedanken zu formulieren, weil ich habe letztens gesehen, dass der Voice-Filter ordentlich was wegfiltert, ne? Also jetzt wird es aber spooky. Überlebt er eh. Spoiler Alert, weil wir den ja im nächsten, also im Teil davor eigentlich spielen. Also wir spielen ihn in dem Teil davor. In dem releaseden Teil davor. Aber zeittechnisch ist der, spielt der Teil nach diesem Desaster hier. Begrüßt meine Schwester, die uns gerade getötet hat. Spannend. Those escape pods. They're my last chance. Warum sah die so aus? Meine Schwester. Muss ja irgend so eine Gehirnwäsche immer noch von dem Vieh sein, aber das ist doch eigentlich tot. Oder hat unsere Schwester den Scheiß wirklich überlebt? Und wir haben uns das gar nicht eingebildet. Und sie ist einfach nur so ultra abgefuckt. Und zu so einem Vieh geworden, weil die hat ja gerade quasi das Blut injiziert bekommen. You know what I mean? So herzlich muss eine Schwester sein. So eine richtig schwesterliche Umarmung. Das ist doch geil. Kann by the way die Szene nicht skippen, ne? Ich hoffe, ich verreck mich nochmal. Have a help! Move it! The whole place is coming down! Fuck you, Roddick! You good to hear your voice again, Reyes. But now let's get our asses out of here, otherwise fuck you, Roddick, will be your last words. Calm down, we're coming out. Das heißt, wir kommen. Es ist keiner mehr aus unserem Team mehr am Leben. Nur Roddick. Machen. Jetzt machen. What have you become? Reise mit Weiß. Wenn ihr mich nochmal erwischt. Ich weiß nicht, ob ich dann tot bin. Erstmal. Jetzt ist es richtig hässlich. Jetzt wird es richtig hässlich. No. It can't be. Helen, no. I can't face you. Not like this. Das ist ja geil. Warum haben wir das nicht vorher schon bekommen?
Ernsthaft jetzt? Das macht's ja aber sowas von wesentlich einfacher gerade. Kann die einfach weggrillen. Geil. Also wegfrosten, besser gesagt. Reyes, what the fuck? Where did you go? Can you hear me? It's complicated. There's no time. I need you to reach me, Reyes. I'm trying. Das Vieh, echt meine Schwester? Ist die mutiert? Jo, mein Inventar ist voll. Also das hätte ich ja nun, ne? Nicht erwartet in irgendeiner Form. Was zum Fick, wo kommt der denn her? Fuck you. Passt doch, ich soll den Arsch weg, ne? Der Schloss aufmachen. Verpiss dich! So. Helen, please. I can't stay. Die mich zurück teleportiert? Ist ja nice. Will mich nicht gehen lassen, ne? Okay, das ist auch krass. Huh.